Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute sind wir mal wieder bei einem Unpacking. Das Needful Things Paket macht, glaube ich, zum 7. oder 8. Mal Halt bei mir und steht neben mir. Und ja, als erstes fällt mir dieses Büchlein in die Hände und vielleicht steht da sogar drin, in welcher Staffel wir irgendwie sind. Hallo, ihr Lieben. Es ist Frühling, das freut mich auf jeden Fall. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, ob Anka hier immer so ein bisschen reinschreibt. Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Aber ich glaube, es müsste Staffel 7 oder 8 sein. Schaut da am besten einfach mal in die Überschrift. Ich glaube, da schreibe ich es immer rein in den Titel. Und ja, also guckt da gerne, ihr seht es ja am Ende am Titel, bei welcher Staffel wir sind. Ja, das Needful Things Paket ist ein Tauschpaket, das in einer festen Runde von tollen Frauen immer wieder umbestückt wird. Ich packe alle YouTube-Kanäle und auch den Instagram-Kanal von Susanne unten in die Infobox. Schaut das super gerne mal vorbei. Da könnt ihr das Paket dann auch ein bisschen begleiten. Es hat immer Start und Ende sozusagen bei Anka. Und dann gibt es eine festgelegte Reihenfolge. Wir können uns alles rausnehmen, was drin ist, bestücken es dann mit gleichwertigen Produkten. Es muss nicht ein Buch gegen ein Buch und nicht ein Duschgel gegen ein Duschgel, sondern einfach ja gleichwertig wieder getauscht werden. Es ist hier gefühlt alles irgendwie drin, was man irgendwie so gebrauchen könnte. Es ist eine sehr schöne Mischung, schon so mit einem Hauptfokus, ich glaube, auf Bücher, auf Beauty und auch auf Düfte. Aber es befindet sich eben alles drin, was irgendwie brauchbar ist. Daher auch Needful Things Paket. Ich finde das tatsächlich ganz gut passend und ist natürlich auch so eine kleine Anspielung, wer es noch nicht erkannt hat, an Stephen King. Das hat heute bei mir Halt gemacht und ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ich versuche heute etwas ruhiger, entspannter und gelassener zu sein. Liebe gehen raus an Susanne. Die meinte, Steffi, du wirkst manchmal echt sehr aufgebracht und aufgewühlt, wenn du das Paket auspackst. Und ich muss gestehen, das ist so, weil ich so aufgeregt und erfreut bin, so ganz positiv. Und ich versuche das jetzt sehr entspannt. Vielleicht atmen wir alle auch mal ganz kurz durch und dann widmen wir uns diesem Paket. Ihr seht ja noch nicht, was ich sehe. Dementsprechend fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar sind hier Fahrradhandschuhe enthalten in Größe M. Für Frühjahr und Herbst super geeignet. Also ich bin tatsächlich keine große Fahrradfahrerin. Auch mit Größe M könnte ich wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Aber eine coole Idee, hier tatsächlich Fahrradhandschuhe einzupacken, wenn auch nicht das irgendwie für mich geeignet wäre. So, wir fangen mal an mit hier mit einer Box. Das hat Anka sehr schön zusammengebastelt. Auch eine sehr schöne Box, wie ich finde. Under the Sea, also finde ich den Karton schon großartig. Ah, hier haben wir ein bisschen Beauty-Kram dran und hier sehe ich schon, dass zwei Nagelfolien von mir zurückgekommen sind. Das packe ich gleich mal zur Seite. Dann haben wir hier ein Badesalz. Ich bin nicht so der größte Bademensch, deswegen ja, gebe ich das im Grunde weiter. Pumpkin Spice von Ruf. Ja, Pumpkin Spice mag ich im Herbst ganz gerne. Gerade ist mir nicht so nach Pumpkin Spice. Das darf also weiter wandern. Ich sehe hier, dass ein Nagellack von mir zurückgekommen ist. Ich sehe, dass Ohrringe wieder da sind und auch die Sonnenbrille von niemandem gewollt wurde. Aber es war natürlich einfach mal eine Idee. Wir haben hier einen Game of Thrones Lippenstift. Oder ist es ein Lipgloss? Ein Lipgloss. Also mit Game of Thrones kriegt man mich ja eigentlich, aber überhaupt nicht so mit Lipglosse, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn alles klebt. Aber jetzt, wo die Haare wieder ein bisschen kürzer sind, ich glaube, ich muss mal über den Lipgloss nachdenken. Ich stelle es jetzt einfach, glaube ich, mal dahin, weil einfach Game of Thrones drauf ist. Dann haben wir hier eine Paradiescreme. Da wäre fraglich, ob wir hier pflanzliche Öle, ja, leider Milcheiweiß, dementsprechend nichts für mich. Dann haben wir hier von Nuki Care Essential eine Body Lotion. Kenne weder die Marke, klimaneutral, frei von Tierversuchen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber ich habe tatsächlich noch so viele Body Lotions. Ich glaube, das brauche ich nicht. Und dann sehe ich, glaube ich, zwei Lidschattenpaletten. Oh, und die eine, die ich tatsächlich schon zu Hause habe. Und zwar von Revolution, die Roxy Palette. Eine sehr schöne Palette. Ich habe meine Zeit lang auch ein bisschen bei Revolution, als der eine DM bei uns hier sehr viel hatte, fand ich die sehr schön. Die hat hier auch so ein bisschen ein Spiegelcover. Die ist wunderschön, die hat tolle, bunte, wie kann ich euch das am besten zeigen, so vermutlich, tolle, bunte Farben.
die ich richtig schön finde. Und gerade die Schimmerfarben, also ich sehe auch gerade, die sind hier am meisten benutzt, die sind wirklich ein Träumchen. Also eine richtig tolle Palette, die ich nehmen würde, wenn ich sie nicht schon hätte. Also richtig, richtig schön. Mit Paletten kriegt man mich ja sehr häufig. Und es darf auch gerne auch immer mal ein bisschen bunt sein, wie man heute so ein bisschen am blauen Look erkennen kann. Aber die habe ich leider schon. Und ja, die ist auch eine sehr schöne Palette, aber tatsächlich eher nudig und nicht so ganz meins, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe, glaube ich, schon so viele Nude-Paletten und dann bin ich auch eher so auf der kühleren Seite, also eher was sich auf diesem Spektrum befindet. Also leider keine Palette diesmal für mich, auch wenn mir die Roxy-Palette wirklich sehr, sehr gut gefällt. Aber ja, ich habe die einfach schon, ja, und doppelt. Also man braucht so eine Palette nie auf. Also ich glaube, vereinzelt mal ein paar Farben, ja, da bekommt man mal Hittepan. Aber ich würde sagen, es kommt sehr, sehr selten im Leben vor. Ach, dann werde ich hier schon wieder verführt mit Tee, mit grünen Darjeeling aus der Teekampagne. Ich habe ja beim letzten oder vorletzten Mal das Paket wirklich beraubt mit all dem guten Tee, der drin war. Und ich bin auch hier sehr, ja, was soll ich sagen, sehr, ja, in Versuchung. Ich mag nämlich tatsächlich auch Darjeeling-Tee. Also ich bin ein großer Grüntee-Fan. Sencha ist tatsächlich schon, oder ja, ist tatsächlich schon so ein bisschen mein Favorit, aber so ein Darjeeling und dann noch ein bisschen was an Gemisch mit rein. Ich muss mal überlegen. Das kommt mal auf die Vielleicht-Seite, weil ich finde, ja, Tee kann man immer nicht genug haben. Gerade wenn man wirklich 2 Kannen Tee am Tag trinkt, ist das auch echt was relativ schnell vergeht. Hier haben wir ein bisschen Füllerplastik. Ah, da sehe ich, dass meine Sprüchebox zurückkommt. Ah, ja, aber gut. Habe ich mir schon fast gedacht, aber gar nicht schlimm. Und dann ja, machen wir mal weiter mit... Oh, was? Ich glaube, ich muss da erstmal hingreifen. Make your own type case. Stellen Sie Ihren eigenen Setzkasten her. Das ist ja cool. Das finde ich total cool. Habe ich noch nie gesehen. Make your own case. Stellen Sie Ihren eigenen Setzkasten her. Was haben wir denn hier? Das vorgestanzte Papier, Klebeband oder Bastelkleber kleben. Setzen Sie die MDF-Teile zusammen. Verzieren Sie Ihren Setzkasten nach eigenen Ermessen mit extra Papierzubehör. Erforderlich doppelseitiges Klebeband oder Hobbyleim. Und vielleicht Farbe. Das ist ja cool. Sagte sie und hat noch ein Booknook hier stehen, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, was jetzt tatsächlich leider die letzten, ja, 6 Wochen nicht machbar irgendwie war. Ich wollte das eigentlich in meiner Urlaubswoche machen, aber da kam mir ja der Finger dazwischen. Wer meine Videos öfter sieht, weiß, dass ich mir die Kapseln gebrochen habe, hier im Mittelfinger, und da braucht man natürlich schon filigran, aber das finde ich echt schön. Also die Idee, hier so ein bisschen zu kleben und zu leimen, und bin in Versuchung. Ich packe das mal auf den Vielleicht-Stapel. Ja, mit sowas kriegt man mich. Ich glaube, dann kommen schon Bücher. Wir kümmern uns mal hier um die Tüte. Ich weiß gar nicht, ist da auch nicht immer ein bisschen Beauty-Gedönse drin? Ah ja, genau, hier geht es auch schon weiter. Von Balea, eine Sprühpflege mit Buttermilch und Lemon. Und ja, also ich benutze schon Kuren und auch Sprühpflege, weil ich durch meine doch etwas welligen, lockeren Haare schon sehr trockenes Haar habe. Aber in der Regel keine Sprühpflege, sondern einfach ein Conditioner. Das ist bei den kurzen Haaren auch absolut ausreichend. Dann von Nuki, war da nicht vorhin auch die Body Lotion her? Ein Daily Sunscreen, natürliche Pflege ohne Kompromisse, einfach gut für dich und die Umwelt. Wasserfest und schweißresistent, 50+. Finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt. Klimaneutral, frei von Tierversuchen, ohne Nano-UV-Filter, was, glaube ich, ganz gut ist, wenn man Richtung Wasser geht, ohne Kleben. Sehr hoch. Allerdings bin ich tatsächlich niemand, der eigentlich 50er Sonnencreme verwende. Ich bin eher so bei 30 unterwegs. Ich glaube, das gucke ich mir mal ein bisschen näher an. Weiß jetzt nicht, von den Inhaltsstoffen erkenne ich jetzt nicht, ob wir hier ein veganes Produkt haben. Aber das würde ich mir, glaube ich, mal näher anschauen, weil ich finde es tatsächlich... Ach doch, hier steht auch großbreit vegan drauf. Vegan, mikroplastikfrei und duftfrei. Also das kommt mal auf die Vielleicht-Liste, weil gerade wenn es dann doch in diesem Jahr für mich nochmal in den sonnigen Urlaub geht, vielleicht ist tatsächlich dann eine 50er gar nicht so schlecht.
Dann haben wir hier von Neutrogena einen Hydroboost Hyaluron Konzentrat. Und bei Neutrogena bin ich mir jetzt tatsächlich auch mal wieder gar nicht sicher, was da mit den Tierversuchen irgendwie ist. Die gehören zu Johnson & Johnson. Ich glaube nicht. Dementsprechend wird es erstmal weiter wandern. Was haben wir hier noch? Ich packe das hier mal ein bisschen um. Wir haben hier, ich vermute, auch einen Lippenstift. Oh, aber eine Farbe, die gar nichts für mich ist. Also wenn ich Lippenstift trage, dann sollte man den auch sehen können. Ja, also gerne rot, rosa, dunkler. Und dann haben wir No Planet B Spülung Intense Repair mit geretteten Aprikosenkernöl und Walnussextrakt für gesundes Haar. Finde ich tatsächlich gar nicht so unspannend. Von No Planet B hatte ich, glaube ich, auch schon mal ein Shampoo, wenn ich mich nicht täusche. Gibt es, glaube ich, im DM. Na ja, genau. Finde ich tatsächlich ganz spannend. Und ja, jetzt kann man sagen, braucht man bei kurzen Haaren eine Spülung. Also ich schon, sonst habe ich wirklich Stroh auf dem Kopf. Und ich finde das gar nicht schlecht. Ich überlege mal und das kommt auf jeden Fall auch mal auf die Vielleicht-Seite. Kommen hier schon die Bücher? Es macht mir fast so den Anschein. Ich habe hier hinten noch eine Box. Ah, das geht mit der linken Hand. Noch nicht so gut, wie es ausschaut. Wir haben hier noch eine Box. Ich vermute mal, dass hier Düfte... Nein, es sind keine Düfte drin. Wir haben hier Sasti. Kann mir gar nicht vorstellen, was das ist. Wählen Sie zwischen drei Größen entsprechend dem Durchmesser des Topfes. Ist für alle Substrate und alle Pflanzentypen geeignet. Ach, ein Feuchtigkeitsmesser. Ich habe jetzt gedacht, was könnte hier bei Susti irgendwie dabei rauskommen. Aber sehr interessant. Also wie lange er hält und er wertet den pH-Wert auf, zum Beispiel für Orchideen, Sukkulenten und Zimmerpflanzen. Also ich mache einfach den Handknöcheltest, ob meine Pflanzen Wasser brauchen. Ich bin da sehr einfach gestrickt. Aber spannende Idee, auch dass das im Paket drin ist. Ne? Also da erfährt man Dinge, wo man gar nicht wusste, ja, was man damit tut. Hier ist etwas für Lisa mit drin, das packe ich jetzt gar nicht weiter auf. Dann, ja, relativ eingequetscht. Was haben wir hier? Nepali Bio-Kräutertee. Also man scheint mich immer mit Tee verfolgen, verwöhnen zu wollen. Himalaya Inner Joy finde ich gar nicht mal schlecht. Demeter-Kräuter aus Nepal. Finde ich tatsächlich spannend. Altbau in Nepal. Empfinde Freude mit Inner Joy und den Himalaya-Kräutern von Nepali Garden. Vom Dach der Welt. Tulsi, Basilikum. Weiß nicht, Basilikum in dem Tee, dann Holly, Basil, Moringa. Kommt mal auf vielleicht. Würde mir jetzt nicht jeden Tee rausnehmen, weil ich komme da, glaube ich, schon im schlechten Verruf. Und ja, und hier, ach, wie schön, ein Mini-Puzzle. Und ich glaube, es ist von der lieben Anka. Wir haben da letztens, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass ich von der einen YouTuberin ihrer... die hat so eine Puzzle-Hersteller-Reihe, das war jetzt ein ganz schlechtes Wort, auch so Mini-Puzzle. Und ja, das schreit auch förmlich, Steffi. Das ist Homespa von Pikili, glaube ich jetzt mal. 99 Teile, ist plastikfrei und designed in Germany und made with love in Turkey. Also das wird bei mir auf jeden Fall bleiben. Also so Mini-Puzzles, die irgendwie so 20 Minuten dauern, das finde ich super entspannt und sehr, sehr, sehr schön. Dann ein Haarband. Man hat wahrscheinlich beim letzten Mal gemerkt, wie gut mir das stand und ich habe mir mittlerweile auch zwei Stück gekauft. Leider bin ich nicht so der Tierprint-Mensch. Also dieses Leoparden-Design ist nicht so ganz meins. Aber schön, dass eins drin ist. Dann haben wir Gewürze von Just Spices. Und ich kann eine große Empfehlung rausgeben, nicht nur für Just Spices, sondern es gibt auch von einer Eigenmarke von Aldi, zumindest Aldi Süd, mittlerweile so Gewürzmischungen. Und da habe ich mir jetzt auch zwei oder drei gekauft, weil das bei uns wirklich sehr gut weggeht an Gewürzen. Kann ich auch empfehlen. Hier gibt Rotkohlgewürz, bin ich jetzt nur Semi-Fan. Kräuter-Avocado-Topping habe ich mir erst selbst nachgekauft. Pommes-Gewürzsalz fände ich schon spannend, weil ich da sehr oft einfach nur normales Salz nehme. Jetzt wäre hier drin, was haben wir noch? Paprika, Zwiebelraspeln, Knoblauch, braunes Senfmehl, schwarzer Pfeffer, gemahlen und Muskatnuss. Ich glaube, das wäre mal was für mich, einfach mal die Pommes nicht nur mit normalem Salz zu würzen, sondern ein bisschen special. Dann ist noch enthalten etwas Rotes. Pesto, Rettergut, Rote Beete und Mandel. Ich
bin nicht so der größte Rote Bete-Fan. Dementsprechend darf das weiter wandern. Aber eine sehr, sehr coole Idee. Gerade wenn man wahrscheinlich selbst einfach sagt, das ist auch nicht so ganz meine Geschmacksrichtung. Und dann ist hier noch was eingebaut. Das sieht auch nochmal aus wie Rettergut, Kürbis und Kürbiskern. Und das irgendwie als Pesto. Nee, spricht mich auch nicht so spontan an. Und dann eine Glück-Marmelade mit Leichtigkeit aus Himbeeren. Und ich mochte Glück-Marmeladen super, super gerne. Ich glaube auch, dass ich die mit Himbeeren schon hatte. Ich mag vor allem die Gläser, die ich immer dann auch noch nach weiterverwende. Allerdings von einer lieben Freundin von mir, die Mama, macht aus eigenen Garten Obst sozusagen Marmelade oder Aufstriche. Und da sind wir jedes Jahr so gut versorgt, dass wir da tatsächlich gar nichts mehr kaufen. Und dementsprechend darf das auf jeden Fall auch weiter wandern. Aber beim Tee und bei dem Gewürz, da überlege ich dann natürlich einfach nochmal und packe das jetzt hier mal ein bisschen um. So, dann kommen wir, soweit ich das sehe, was haben wir hier? Hier ist noch was Eingepacktes. Ah, hier sind zwei Düfte. Ich glaube, genau, einer kam von mir zurück und, oh, Coconut Marshmallow. Oh. Ich glaube, da kommt der von Anka. Der kommt von Anka. Ja, danke. Der perfekte Duft. Ich liebe Kokosnussdüfte, ich liebe Marshmallow und ich glaube, der bleibt definitiv bei mir. Packe ich das mal zusammen, dass wir das ein bisschen in Ordnung beibehalten. Und jetzt sind wir, ist das dann schon tatsächlich alles an Düften? Kommt hier noch eine Box? Ne, ich glaube, es war schon an Düften. Das ist ein bisschen, ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Düfte gewünscht. Aber ich glaube, Susanne hat in unserer Runde auch schon gesagt, Mensch, es sind doch kaum Düfte da. Da muss ich dann, glaube ich, mal ein bisschen nachlegen. Dann kommen wir zu den Büchern von Xavier Bonnet, Lilly Halbmond. Magie ist nur der Anfang. Es scheint ein süßes Kinderbuch zu sein mit Illustrationen, so ein bisschen im Comic-Style. Finde ich tatsächlich ganz schön von der Zeichnung. Der Auftakt einer zauberhaften Comicbuchreihe. Aber ich glaube, dass, also so extrem spricht es mich nicht an. Ich glaube, das darf vermutlich weiter wandern. Jetzt eine super schöne Idee, auch einfach Kinderbücher drin zu haben, weil ja einige unserer Mädels auch Kinder haben und das vielleicht was ist. So, jetzt greife ich, es geht mit links noch nicht so gut, wie ich dachte. So, was haben wir hier? Die kleinen Geheimnisse des Herzens von Cecilia Anderson. Ein Juwel von einem Buch, sagt die USA Today. Warmherzig, romantisch und auf die allerbeste Art ein bisschen anders. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde auch das Cover tatsächlich richtig schön. Also das mit der Elster vorne drauf finde ich richtig, richtig toll. Wir haben hier May, eine rüstige Dame im gesegneten Alter. Sie genießt ihren Lebensabend in einem kleinen Dorf in Cornwall. Als Emily die Enkelin ihrer Nachbarin anreist, um ihr Leben neu zu ordnen, beobachtet May Emilys Bemühungen mit Interesse und Wohlwollen. Denn seit einem tragischen Vorfall vor ein paar Jahrzehnten, in dem die Familien beider Frauen verwickelt waren, fühlt sich die alte Emilys Familie gegenüber schuldig. May würde die Zeit wahnsinnig gern zurückdrehen, Emily zu helfen. Eine zauberhafte Geschichte über die Liebe, das Leben und den Wert wahrer Freundschaft. Es spricht mich tatsächlich sehr an. Ich glaube, da gucke ich mal so ein bisschen näher rein. Aber das gefällt mir richtig gut. Also ja, spricht mich auf jeden Fall erstmal an. Landet auf dem Leichtstapel. Dann Lucia Herbst. Medusa. Verdammt lebendig. Medusa ist natürlich immer eine sehr spannende Figur aus der griechischen Mythologie. Ich, die Gorgone Medusa, erzähle meine Geschichte. Boah, das finde ich cool. Götterfantasy finde ich auch spannend. Köln in der Gegenwart. Medusa lebt. Jahrtausendlang musste sie sich vor den Göttern und Menschen verstecken. Sie hat es satt, das Monster ihrer eigenen tragischen Geschichte zu sein und wagt das Undenkbare. Sie stellt Poseidon und Athene, die Götter des Olymps, die sie zum Monster gemacht haben, vor ein internationales Göttergericht. Dieser unerhörte Vorfall sorgt unter den Unsterblichen dieser Welt für einen Aufruhr, denn Medusa ist nicht die Einzige, die etwas zu sagen hat gegen die Ungerechtigkeit der Götterwelt. Das klingt doch irgendwie cool. Ich habe davon noch nie gehört, kenne auch die Autorin überhaupt nicht. Das Buch ist noch gar nicht so alt, 2022. Also ich finde das total interessant. Auch das landet mal auf dem Vielleicht-Stapel, weil mich das wirklich sehr anspricht. Sind wir diesmal hier ein bisschen buchlastiger, was ich auch sehr, sehr, sehr schön und gut finde.
Und dann haben wir hier ein paar Lesezeichen und Postkarten. Da gucke ich dann einfach mal in Ruhe rein. Dann von Nina Blason, Wolfszeit. Ich glaube, ich habe von Nina Blason tatsächlich schon ein oder zwei Bücher gelesen. Ich glaube aber das nicht. In der französischen Provinz trauen sich die Leute im Dunkeln nicht mehr aus dem Haus. Denn draußen lauert die Bestie. Aber die schöne Isabelle hat ihren Angriff überlebt. Thomas, Gesandter des Königs, will mit ihrer Hilfe das Untier finden. Doch er verliebt sich in Isabelle und muss bald um ihr Leben fürchten. Ist sie denn dann das Monster? Nein, vermutlich nicht. Spricht mich tatsächlich nicht ganz so an. Also das darf, glaube ich, ruhigen Gewissens dann weiter wandern. Also ja, hier ist alles so wunderschön eingepackt. Also wirklich ganz, ganz tolle Verpackung. Hat sich hier wirklich jemand Mühe gegeben, dass hier alles ankommt. Ach, das ist ja schön. Die Reihe habe ich damals so, so, so geliebt. Und zwar die Poison Diaries von, ich weiß gar nicht mehr, wie die Autorin hieß, haben wir die hier gar nicht genannt, von M. Wood und J. Northumberland. Und das sind zwei Teile. Ich kann leider nur schwere Bücher so mit einer Hand heben. Also das hier sind ja beide Teile. Und ich glaube, es ging dann damals auch nicht weiter. Also ich habe die Reihe wahnsinnig geliebt. Ich hatte die damals, genau, das ist der Beginn einer lebensgefährlichen Liebe. Und ich fand das so, so schön. Und ich glaube, dass nie ein dritter Teil gekommen ist. Und ich fand die damals toll. Also da geht es ein bisschen auch um eine junge Frau, die dann eben auch einfach mit Pflanzen heilen kann, aber auch töten kann. Und dann stirbt, glaube ich, ihr Vater bei einem Übergriff von Soldaten. Und dann nimmt sie eben, ich weiß gar nicht, ob das dann auch ein Soldat war, der nimmt sie dann auch irgendwie mit. Und dann geht es um die Belladonna, ob sie heilt oder tötet. Und darüber entscheidet am Ende die Liebe. Das war so eine tolle Reihe. Ich weiß, dass ich den ersten Teil sehr, sehr, sehr geliebt habe. Und auch den zweiten habe ich noch in positiver Erinnerung. So schade, dass es, glaube ich, dann nicht weiterging. Und sie sind auch optisch wirklich wunderschöne Bücher. Hier sieht man auch tatsächlich am unteren Rand nur so ein bisschen Buchschnitt. Also eine ganz tolle Fantasy-Reihe. Ich müsste vielleicht nochmal gucken, ob es mittlerweile nicht doch den dritten Teil gibt. Aber ja, die Reihe kenne ich leider schon. Aber sonst von der Aufmachung wirklich wunderschöne Bücher. Und wer Fantasy mag, der wäre hier auf jeden Fall richtig gut aufgehoben. Ja, dann haben wir hier noch drei weitere Bücher. Und zwar kommt ein Buch, glaube ich, tatsächlich zu mir zurück. Richtig, das war eins von mir. Dann von Claudia Giesdorf, Das Licht am Ende. Das ist schon irgendwie ein Cover, was mich gefühlt gar nicht anspricht. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier so ein bisschen den Thriller haben, genau, einen Psycho-Thriller. Was haben wir hier? Helena zieht in eine leerstehende Hütte auf einer abgelegenen Lichtung, umgeben von dichtem Wald und hohen Bergen, wagt sie einen Neuanfang. Aber der Schein trügt. Zu Beginn sind es nur Kleinigkeiten wie verschwundene Gegenstände, doch die Bedrohung nimmt stetig zu. Ja, das klingt so gar nicht nach einer Geschichte für mich. Und dann haben wir hier noch Ewald Frie. Ein Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Finde ich super spannend. Habe ich noch nie gehört. Das ist Deutscher Sachbuchpreis 2023. Ein Spiegel-Bestseller. Ich habe den auch noch gar nie gesehen. Das liegt auch daran, dass ich nie Bestsellerlisten mir anschaue. Die stolze bäuerliche Landwirtschaft mit Viehmärkten, Selbstversorgung und harter Knochenarbeit ist im Laufe der 60er Jahre in rasantem Tempo und doch ganz leise verschwunden. Der Historiker Ewald Frie erzählt am Beispiel seiner Familie von diesem stillen Abschied. Sein glänzend geschriebenes Buch verwebt meisterhaft die eigenen Erfahrungen mit zeitgeschichtlichen Zusammenhängen und lässt so den großen Umbruch auf dem Land lebendig werden. Interessant, dass es sowas gibt, aber leider nicht so direkt meins. Von daher darf dieses Buch dann auch weiter wandern. Ja, also ich muss sagen, auf dem Vielleicht-Stapel liegt doch so einiges. Das schaue ich mir jetzt einfach in Ruhe an und dann sehen wir uns wieder, wenn ich euch zeige, was ich mir rausgenommen habe und was dafür dann mit wieder weiter wandern darf. So, ein paar Minütchen sind vergangen und ich habe mir ein paar feste Dinge rausgenommen. Ich entscheide mich für den Lichtschutz. Ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht, mal einen 50er zu haben und auch von den Inhaltsstoffen sieht das ganz gut aus. Ich nehme den Himalaya-Tee, der mich tatsächlich doch ein bisschen noch mehr anspricht und interessant ist als der reine grüne Tee. Ich nehme auch den Lipgloss.
nicht unbedingt, weil ich ein Lipgloss-Fan bin. Ich finde die Farbe ganz schön, aber es ist halt Game of Thrones. Ich glaube, das könnte mir ganz gut gefallen. Ich nehme mir ja die zwei Stückchen raus von dem Coconut Marshmallow. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ich nehme das Mini-Puzzle, was mich auch vom Motiv sehr anspricht. Ich entscheide mich für die beiden Bücher, sowohl für Medusa als auch für die kleinen Geheimnisse des Herzens. Mal sehen, wie mir diese Bücher gefallen. Ich versuche mein Glück mit diesem Bauset, mit dem Type Case. Ich bin sehr gespannt, wo das hinläuft, wie das dann noch aussieht. Könnt mir ja gerne mal sagen, ob ich da dann vielleicht auch irgendwie einen Vlog interessiere. Das habe ich bei meinem Booknock nämlich auch überlegt, ob ich da dann einfach mal einen Vlog drehe. Und ich glaube, das passt hier dann auch ganz gut. Und dann war in dem Umschlag, wo so Aufkleber und Lesezeichen und so drin sind, auch zwei Aufkleber, die ich mitnehme. Und zwar einmal Friends. Das Motiv habe ich tatsächlich auch auf einem T-Shirt von Team Vegan und ich finde auch Love All the Same Way sehr, sehr schön. Also, dass wir mit diesem Spezizismus aufhören und ja, nicht nur die einen knuddeln und dann die anderen essen, sondern ja, da einfach irgendwann zukünftig keinen Unterschied mehr machen. Ja, finde ich gut, nehme ich mir auf jeden Fall mit raus. Ja, das war so ein bisschen meine Ausbeute. Ich habe jetzt auch ein Weilchen hin und her überlegt, was ich ein bisschen einpacke. Ich würde auf jeden Fall gerne wieder Bücher mit reinlegen. Und zum einen auch eher ein Jugendbuch, und zwar der Weltenexpress, der mich sehr gut unterhalten hat, ich glaube im März. Und ich denke, ja, so ein Auftakt einer Reihe kann man auf jeden Fall mit reinlegen. Das nächste ist auch der Auftakt einer Reihe, und zwar die Dunkeldorn-Chroniken, Blüten aus Nacht. Ja, Blüten aus Nacht. Auch das ist der Auftakt einer Reihe. Ich glaube, auch mittlerweile da schon alle Bände erhältlich. Und dann würde ich noch zwei vegane ja, Kochbücher mit reinlegen. Und zwar habe ich die von einer Freundin bekommen und habe mir da ein paar Dinge ja, heraus fotografiert. Und ja, werde die jetzt nach und nach ein bisschen ausprobieren. Ich finde hier ganz schön, dass man ein Ringbuch hat, weil man das eben ganz toll einfach in der Küche auch umschlagen kann. Jetzt bin ich tatsächlich gar nicht so der große Rezeptbuch-Mensch, aber ich fand hier, ich glaube, hier habe ich wirklich so 5 Sachen rausgenommen und in dem etwas dickeren, das war auch ein bisschen von den Themen ein bisschen anders, da habe ich, glaube ich, auch 3 oder 4 Sachen mir rausgenommen. Zum Beispiel die gebackenen Süßkartoffeln mit Spinat, Cranberries und Walnüssen. Und ja, vielleicht hat einfach jemand Lust, auch ein bisschen vegan zu kochen. Ja, dann würde ich für uns Buchverrückte hineinlegen etwas, was ich sehr hilfreich finde. Und zwar ist das so ein Light-Panel. Das ist so ein Licht, was man dann auf die Scheibe, nein, was eine Scheibe hat mit Licht und das legt man sich auf die Seite. Ist nicht das Praktischste, aber ich persönlich finde das in der Nacht oder ja, wenn man ins Bett geht, sehr angenehm, dass man eben nicht das große Nachtlicht irgendwie anmacht und man kann dann eben 2 Seiten lesen, blättert um und legt die Scheibe wieder auf. Also ja, funktioniert super, habe ich selbst in Benutzung und vielleicht braucht das ja der ein oder andere Bücherwurm. Und auch mit beifügen würde ich ein Lesezeichen, was eben aussieht, als würde, also man hat hier, ich glaube, das habe ich jetzt gar nicht auseinander, also man hat hier das Teilchen, was aussieht, als würde da die Lampe brennen. Und wenn man das dann sozusagen als Lesezeichen ins Buch gibt, und ja, man muss dafür natürlich Platz haben. Es ist nichts, wenn man das irgendwie in eine Tasche packt. Aber für zu Hause, wenn man das dann irgendwie hin oder auch dekorativ ins Regal, finde ich das tatsächlich ganz süß, weil dann eben ja das Lesezeichen sozusagen die Seite beleuchtet, die man gerade liest. Jetzt habe ich das natürlich auseinandergefimmelt. Ich hoffe, ich kriege das wieder zusammen. Aber es ist unbenutzt. Das gab es, ich glaube, in einem 5er-Pack. Und 1 davon würde ich einfach weitergeben. Habe ich jetzt auch schon an 2, 3 Freundinnen verschenkt. Und ich glaube, für Bücherwürmer könnte das ganz schön sein. Ich würde auch den Duftvorrat ein bisschen aufstocken. Ich habe mir ja auch einen Duft genommen. Ich würde 3, oh Gott, wie heißen die Teile? 3 Duftkerzen. Die haben einen anderen Begriff. ich komme gerade nicht drauf. Von Home Inspiration ins Paket packen. Und ich würde auch noch von Goose Creek einen Kaffeeduft weitergeben, von dem ich mir so viel erhofft hatte, nämlich Coffee House. Ich habe auch nur ein Stück warm gemeldet, also gewormert und es ist warm, überhaupt nicht mein Duft. Also er hat keine Maggi-Note, zumindest nehme ich die wahr, aber für mich hat das überhaupt nichts mit Kaffee zu tun. Ja, leider nicht meins. Dementsprechend würde ich ein bisschen Duft auf,
tanken. Da ich mir Tee genommen habe, würde ich 2 vegane Proteinshakes einfach mal mit reinlegen. Ich finde die tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich bin allerdings kein Salted Caramel Fan. Also ich mag diese Kombination aus Salz, Karamell und so nicht so gerne. Dementsprechend habe ich die jetzt nicht probiert. Von Vanille hatte ich probiert, aber ich bin auch kein Vanillemädchen. Am meisten kriegt man mich mit Schokolade und die habe ich dann auch behalten. Aber vielleicht hat jemand anders Lust, das mal auszuprobieren. Das ein bisschen an Essen, auch ein bisschen Beauty darf sozusagen mit. Ich packe eine Tuchmaske und eine Handschuhmaske ein. Ich glaube, ich habe die mal irgendwie geschenkt bekommen. Ich bin nicht der größte Tuchmaskenfan und Handschuhe, diese Geduld, da was an den Händen zu haben, habe ich auch nicht. Dementsprechend darf das auch mit. Und dann hat eine liebe Freundin von mir Washi-Tape aussortiert und das ist einfach wahnsinnig viel und ich würde jetzt einfach mal 4 Stückchen weitergeben in unterschiedlichen Farben und Formen und ich weiß ja, dass wir gerade die Leseratten auch so unsere Buchtagebücher haben oder auch Bullet Journal, Filofax, was auch immer und ja, vielleicht hat jemand Lust, sich da einfach den ein oder anderen Washi-Tape dann auch einfach zu nehmen. Ja, und ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Tausch. Ich bin sehr gespannt, was jetzt umherwandert, wer sich dann als nächstes was aus dem Paket herausnimmt. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, hier wieder zu wühlen und zu wälzen und sich Sachen rauszunehmen. Eine schöne, bunte Mischung ist es und ja, hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Ich finde es auch schön, dass wir diesmal ein bisschen buchlastiger waren. Ich hoffe, jetzt mit meinen Düften wird es auch wieder ein bisschen duftiger. Muss man natürlich im Sommer immer ein bisschen Auge drauf haben. Ich denke mal, spätestens dann so in der nächsten oder übernächsten Runde, wenn dann wirklich Juli, August ist, wird es mit Duftwachsen ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch ganz gut hinbekommen. Ja, und das war es jetzt von mir. Ich danke euch fürs Zusehen. Schaut super gerne bei den anderen Mädels mal vorbei. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.